Guten Tag. Menschen, die dich erfolgreich sehen wollen, helfen dir dabei, erfolgreich zu werden. Natürlich passiert das andauernd, aber ich denke mal jetzt auch aufgrund der Corona-Zeit und so weiter, dass da mein Blick und mein Gefühlswesen ein bisschen geschärfter drauf geeicht ist. In jüngster Zeit fanden also natürlich nicht nur Anka und ich, sondern auch viele andere lieben Kolleginnen und Kollegen mal wieder medial statt. Sei es nun die Red Night von der Bild-Zeitung oder die Events der neuen Presse und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann die Online-Kommentare durchliest, dann schüttelt man manchmal echt nur mit dem Kopf. Also nehmen wir mal jetzt diesen Event bei der Bild-Zeitung, diese Red Night-Geschichte. Da kommen dann Kommentare wie, gibt es endlich mal wieder was umsonst zu essen? Die obligatorische Frage, wer ist das alles überhaupt? B bis Z Promis. Und das sind noch die nettesten Kommentare. Ich weiß, dass viele der Strategen, die auf diese Art und Weise kommentieren, auch meine Videobeiträge sehen. Ich finde solche Events eigentlich auch nicht wirklich gut. Es gibt ja viele, die gehen da wirklich gerne hin und finden das toll. Ich selber finde das ein bisschen befremdlich, weil man sich da im Grunde genommen nur selbst beweihräuchert. Aber, Freunde, wir leben doch davon. Also, wenn Anka und ich medial stattfinden wollen, müssen wir uns auch ab und zu mal bei solchen Dingen blicken lassen, weil dann wird man nämlich auch in der Presse abgelichtet und es wird über einen gesprochen. Ich habe dich schon wieder in der Zeitung gelesen. Worum es da faktisch geht, ist eigentlich völlig zweitrangig. Menschen, die dich erfolgreich sehen wollen, helfen dir dabei, erfolgreich zu werden. Alle anderen sind im Grunde genommen nur eifersüchtig, weil du da bist, weil du dich entwickelst und weil du wächst, vor allem was soziale Kompetenz angeht. Das ist nämlich etwas, was diese Kategorie Mensch, die sowas die ganze Zeit verurteilt, überhaupt nicht können. Deswegen werden dir letzten Endes passiv-aggressiv ständig Steine in den Weg gelegt. Es wird versucht zu boykottieren an jeder Stelle. Und vor allem, wenn es um Dinge geht, die dir wichtig sind und die dir emotional wichtig sind. Und ganz klar meist wieder mit Decknamen oder auf jeden Fall nicht mit dem öffentlichen Klarnamen. Aber letzten Endes wissen wir meistens auch, wer dahinter steckt, weil über die Jahre ist man auch so ein bisschen geeicht. Und es gibt eine ganz große wunde Stelle. Wir, Anka und ich und viele andere Freundinnen und Freunde, sind nämlich glaubwürdig, die anderen nicht. Und das spürt unser Publikum auf Dauer. Ein Riesendank geht hier raus an alle Unterstützerinnen, Unterstützer, Supporter, Supporterinnen und an die Quälgeister. Two words, one finger. Also, seid lieb zueinander. Es ist nämlich im Grunde genommen ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Tschüss.